Und somit hallo und herzlich willkommen zur 133. Folge hier in der dritten Staffel von Space Engineers. Bei uns auf Microhazard TV natürlich mit dabei heute wieder der Heiko. Hallo. Und natürlich wie immer, wie bekannterweise, meine Wenigkeit, der Ice Dragon. So, ja, alle anderen sind ja eh nicht mehr da. Chris erwähne ich schon gar nicht mehr. Ist auch bei Steam fast gar nicht mehr anzutreffen. Das stimmt. Ist mir jetzt alles schon relativ. Unsere beide Stammbesetzung hier. Ja. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Ich hoffe, du hast einen Platz freigelassen in deinem Schiff für Survival Mode, gegebenenfalls. Hm. Darfst ja nicht vergessen, dass die gegebenenfalls was Survival-technisch noch ergänzen hier im Spiel, ne? Ja. Und stell dir mal vor, du musst dann plötzlich essen und trinken. Und dann brauchst du dafür irgendwelche extra Anlagen oder so, die dann wieder was produzieren, was verarbeiten. Ah, dafür hat mein Schiff auf jeden Fall genug Platz. Irgendwo eine Ecke wird sie schon finden, wa? Ja, und wenn wir einfach eine Raffinerie rausgeworfen. Na, wenn man sie nicht braucht. Ja, wenn du zwei hast. Ich baue nur eine ein, bei mir. Ich wahrscheinlich zwei, weil ich einfach zu viele Ressourcen habe. Denk daran, dass jedes weitere Bauteil auch Gewicht bedeutet, ne? Im All sowieso Schnuppe. Nicht unbedingt. Denn jedes weitere Gewicht verlangsamt die Beschleunigung und Bremskraft deines Schiffs. Ja. Ja. Also so Schnuppe ist es denn nun doch wieder nicht. Denn desto schwerer, desto schwerfälliger. Ja, stimmt wohl. Nickel, Silizium. Was könnte man denn hier schon so Schönes einbauen? Ich überlege ja immer, ich muss ja jetzt immer schon beim Karosserie, jetzt beim Bodenplatten und so weiter bauen, immer schon dran denken, wie sieht's aus mit Triebwerke? Ne? Triebwerke. Ich muss ja irgendwie vom Boden hochkommen überhaupt erstmal. Das stimmt. Ich überlege wirklich, verbaue ich Atmosphärik oder verbaue ich sie nicht? Moment, ich würde irgendwie witzig finden, wenn du nicht vom Boden kommst. Das ist mir klar, dass du es witzig finden würdest. Ich überlege aber echt, ob ich die einbaue oder nicht. Das musst du wissen. Das ist mir klar, dass ich im Endeffekt wissen muss. Ja, eben 120 Solarzellen produzieren. Nee, Quatsch, nicht Solarzellen, sondern Energiezellen. So. Das Ding brauchen wir für 300 Computer, ey. Ja. Ich hau mir gerade mal die Fraktion durch, ne? Einfach so witzig, ey. Wieso? Ich guck mir hier gerade die Space Spiders an, der steht einfach als Gründer. The great Tarantula. Ja. Anführer ist Dynamic und Mitglied ist Heißerle. Die sind nicht schlecht, ja. Ja, die Sachen von Dynamic und natürlich von Chris so, ja. Und Scheißerle sind auch alle noch da, ne? Ja. Die stehen alle noch rum, habe ich nicht weggenommen. So, hier hätte ich jetzt Platz für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Ich könnte jetzt schon mal 16 entweder Hydrogen kleine oder 16 kleine Atmosphärik verbauen. Ja. Das ist schon nicht wenig. Ja. Wie viel hatte der, wie viel hatte Dings? Was? Der Teltag hatte 20, ne? 20 kleine Atmosphärik. Ich glaube schon, ja. Nach unten. Ja, die baue ich ja wirklich nur nach unten ein, weil die sind nur dafür da, damit ich nicht abstürze. Also damit ich aus der Atmosphäre rauskomme. Ja. Und auch dadurch die Fähigkeit habe, auf dem Planeten zu landen. Ich werde allerdings das vorher ganz genau ausrechnen, ob ich rauskomme oder nicht. Ne?
Ich werde nicht riskieren, mit dem Ding zu starten und auch mal gucken, ob es klappt oder nicht. Das wirst du ja, glaube ich, schon im ersten Meter merken, oder? Naja, das ist einmal der Punkt, ob ich überhaupt hochkomme, klar. Aber der Punkt ist ja dann auch dann oben die Übergabe, quasi wo dann die Atmosphärik nachlassen und die Ionentriebwerke dann an Stärke zunehmen. Ja. Und dazwischen braucht man dann definitiv wieder Hydrogentriebwerke, um dann diesen Ausgleich dazwischen zu schaffen. Ja. Das Schiff wird so einen enormen Energieverbrauch haben. Boah, und die Batterien ran. Die Wände verkleinerst du mit Solarzellen? Ja, also bei dem Schiff, du hast ja die Außenwand, du hast es ja gesehen, weißt du, wie es aussieht. Ja. Die Außenwand, oben, rechts, links, unten, kannst du alles mit Solarzellen vollpflastern. Ja. So. Was natürlich dann beim Kampf sofort zerstört wird, Solarzellen erstmal, aber wenn es zum Kampf kommt, ne? Energie ist auch erstmal direkt hinüber. Naja, aber gut, dahingehend bilden sie aber auch eine weitere Schutzschicht nochmal außen, dann vor der eigentlichen leichten Panzerung. Ne? Das stimmt. Wow. Allerdings halten Solarzellen jetzt ja nicht viel aus, wenn du darauf feuerst. Also, ich habe die Wand nicht gesehen. Du hast die Wand nicht gesehen. Das ist natürlich gut, dass du die Wand nicht gesehen hast. Nee, eigentlich nicht. Ich find's gut. Kannst du gar nicht eigentlich nicht sagen, weil ich find's gut. So, ich bin echt gestorben durch, also. So. Ich muss ein bisschen gucken, wie ich jetzt hier weiter baue. Machen wir erstmal die andere Seite. Das Ding hat ja rein optisch auf dem Bild null Fenster, oder? Ich glaube schon, ja. Also zumindest keine, was so am Hauptschiffsrumpf irgendwo ist. Ja. Da gibt es keine Fenster. Das Ding ist komplett einfach nur mit Stahlplatten gebaut. Also mit Stahl. Aber ganz ehrlich, ich brauche auch nicht unbedingt Fenster. Also wer braucht Fenster? Wozu? Ja, wozu braucht Fenster, ne? Vor allem beim Kampfschiff. Da ist jedes Fenster sowieso nur eine Schwachstelle. Das stimmt. Hast du Fenster? Noch nicht. Baust du welche an? Vielleicht. Ich werde es ja sehen. Spätestens, wenn die Schiffe sich treffen. Ich bin dann gespannt bei den Größenunterschieden zwischen den Schiffen. Ja. Weil wir bauen die jetzt ja völlig getrennt voneinander. Ja, stimmt. Und dann bin ich mal gespannt, wie denn der Größenunterschied zwischen den Schiffen ist. Weil ich habe jetzt keine Ahnung, wie groß dein Schiff wird. Gerade. Ich habe auch keine Ahnung, wie groß dein Schiff wird. Ja. Na gut, du kannst dir aber die Folgen jetzt halt angucken und siehst dann quasi die Dimensionen, wie groß dann mein Schiff sich so entwickelt, so nach dem Motto. Ja. Ich müsste einfach mal beim Livestream dann bei dir reinschauen. Beim nächsten. Um dann mal zu gucken, wie sich das bei dir so entwickelt. Das stimmt. Weiterhin. Obwohl die Größe ja, wie man immer so schön, da kommt nicht auf die Größe an, ne? Ja. Das kommt auch echt nicht auf. Oder weil wir dann später entscheiden, wer gewonnen hat. Hm. Wer als kampfunfähig oder wer als erstes gestorben ist? Ah, sterben kann man schnell. Da gerade auch die automatischen Geschütze, aber weiß man nicht, wo die hinfeuern, ne? Ja. Wenn die Brücke getroffen wird zum Beispiel, ich würde sagen, wenn man wirklich kampfunfähig ist. Entweder wenn man manövrierunfähig oder kampfunfähig ist. Okay. Aber bis dahin wird es ein paar Wochen dauern. Ja. Deswegen diese Regel jetzt schon festzulegen, ist eigentlich vollkommen irrelevant erstmal. Ja. So. Meine Hangartore sind auf jeden Fall gut geschützt. War das geschützt? Meine Hangartore. Hangartore zu schützen. Eigentlich sollen die Hangartore etwas schützen und nicht. Die Hangartore, die brauchen eigentlich keinen Schutz, die sollen ja eigentlich was schützen. Ja. Nämlich den Hangar. Mal gucken, ob das gut geht, was ich vorhabe. Also Farbe ist bei dem Schiff ganz wichtig bei mir hier. Ansonsten sieht das Ding so scheiße aus. Hätte ich mir denken können.
Da ein paar Rallye-Streifen oder so ein Kram so in der Richtung. Dann sieht das schon schicker aus. Das Ding ist ja, ich muss ja eigentlich alle Sachen fernsteuern, damit ich mein eigenes Schiff auch noch unter Kontrolle halten kann. Ja. Wenn du Jäger sonst selber fliegen willst, dann müsstest du das Schiff halt irgendwo abseits eher stehen lassen, ja. Ja. Aber da man ja erst das Hauptschiff tatsächlich kampfunfähig ist, gewonnen hat, muss man ja eigentlich an Bord bleiben, um es zu verteidigen. Ja. Sei denn, du hast ein ausreichend gutes, selbstständiges Verteidigungssystem drin. Nee, das ist ja eben aktuell noch nicht. Es ist aktuell alles noch manuell. Abgesehen von den internen Geschützen. Hm. Und ob ich da so viel automatisch reinknalle, weiß ich noch nicht. Interne Geschütze? Denkst du, ich kaper dein Schiff? Nein, weil sie nicht intern sitzen. Setzt interne Geschütze nach außen, okay. Ja, ja, die großen passen halt nicht dran. Ich meine, ja, feuern tun sie auch. Sie laufen wie ein MG an sich, ja. Also feuern. Obwohl du auch ein MG hätte ich auch dran bekommen, glaube ich. Aber dann hätte ich halt ein bisschen eingeschränkten Platz beim Rausfliegen gehabt. Ja. Du kannst da Dinger bauen, wie du willst. Du kannst da auch Waffen anbauen, die du willst. Denk daran, dass wir aber auch die Lasermod noch drin haben, ne? Ja. Aber der Laser funktioniert irgendwie nicht ganz so gut. Ich werde ihn aber trotzdem definitiv verbauen. Nicht ausschließlich, das auf jeden Fall nicht. Aber ich werde ihn nutzen. Ja, also. So, jetzt finden wir nur noch fucking 900 von diesen Supercontactor-Conduits. Was lustig ist, weil meine Schallplatten leer sind, ist erstmal sofort erstmal wieder Eisen holen, ne? Weil dann habe ich mich kein Eisen mehr. Oh, ey, es fehlt einfach noch 580 Kilo Gold, ey. Ist doch schön. Gold brauchen wir so ewig zum Verarbeiten. Ja. Hat Gold so an sich. Ja. Ich verkleide meine Füße doch noch ein bisschen mehr. Wenn es denn doch nur diese zwei Füße nämlich sind, dann ist es ja kein Problem. Dann setzt ihr echt nur auf diese zwei Füße auf, wenn dann, ne? Ja. Oh, aber reicht ja. Und dann gucken die echt jetzt nur noch einen halben Block raus übrigens, ne? Ja, reicht ja. Jo. Völlig. Mein Schiff hat einfach gar keine Füße. Ja, aber ja, das ist ja auch nicht zum Landen gedacht oder geeignet. Ja. Also abgesehen von auf dem Asteroiden könnte es natürlich landen oder so, aber nicht für Planetenlandung geeignet. Ja. Für die Asteroiden habe ich dann die Schiffe, die an Bord sind. Ja. Deswegen meins ist dann durchaus geeignet. Oder soll geeignet sein, um auf einem Planeten zu landen. Okay. Zum Beispiel auch dem Alien-Planeten. Mhm. Und sich da auch verteidigen können dann. Ja, da er externe Verteidigungsanlagen hat, sollte er kein Problem haben, mit Gatlings oder so, sich auch gegen die Alien-Viecher zu verteidigen. Also. Ja, immer mal gucken, wie ich mein mit Waffensystem aufrüste. Vor allem muss der auch einfach eine Produktion von Munition haben, die das auch aushält. Die alle versorgen kann, ne? Ja. Und das bist du natürlich aufgeschmissen. Ja gut, das feuern ja nicht immer alle Waffen dauerhaft. Ja, also. Ja, aber so trotzdem genug. Wer weiß, wie lange es geht nachher, ne? Also trotzdem genug. So lange wird das Gefecht dann auch nicht gehen, glaube ich nicht. Kommt drauf an, wie schnell wir uns nähern. Sobald die Schiffe in Waffenreichweite sind, wird es nicht so lange dauern. Ist halt die Frage, wie massiv oder wie groß die Schiffe gebaut sind, ne? Ja, und wie präzise die Waffen dann feuern, ne? Weil, ist auch die Frage, wann gilt ein Schiff denn als manövrierunfähig? Ja, wenn das Gyroskop betroffen ist. Genau, weil die Schiffe bestimmt auch nur ein Gyroskop haben werden. Ja. Also wenn du in dein Schiff wirklich nur ein Gyroskop eingebaut hast, dann würde ich dir gleich sagen, bau mehr ein. Ja, eins wird bei mir nicht reichen, das weiß ich. Ich glaube, ich hatte im Testspiel schon, hatte ich glaube ich vier Stück drin. Das hat gerade so gepasst. Je nachdem, wie wendig du das Ding haben willst. Ja. Hast du einen Jump Drive drin? Ich werde definitiv eins einbauen. Wenn nicht sogar zwei. Mhm. Damit ich höhere Distanzen springen kann.
Aber mal schauen. Wie gesagt, ich will das Ding ja. Ich mache definitiv einen Blueprint vorher und werde es, wenn wir es die Schlacht gemacht haben, dann. Die ist nur für die Zuschauer, die Schlacht, ganz ehrlich. Ich werde das Ding da danach wahrscheinlich auch per Blueprint einfach wieder einfügen dann. Ja. Weil ich werde das Ding dann nicht reparieren. Man kann es ja versuchen. Das Ding wird entfernt und dann per Blueprint wieder eingefügt, fertig. Ja, dafür hat man einfach zu lange für die Schiffe gebraucht, ne? Ja, und auch zu viele Ressourcen verbraucht und so weiter. Ja. Aber, was soll ich sagen, die Folge ist auch schon wieder zu Ende und deswegen sehen wir uns dann hoffentlich, wenn ihr mögt, dann morgen zum nächsten Folge wieder. Nee, Quatsch. Morgen nicht, heute Abend. Nee, doch, Quatsch, morgen. Doch, richtig. Ich bin schon völlig durcheinander unter den ganzen Livestreams hier. Nein, diese Woche kommt ja kein Livestream vom Space. Das heißt, genau. Wir sehen uns dann morgen früh, hoffentlich, wenn ihr mögt, wieder. Wir verabschieden uns bis dahin von euch. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Nee, nicht Wochenende, einen schönen Rest. Dienstag. Und sagen tschau, tschüss und bis morgen einfach nur. Tschüss. Ja. Tschüss.